Es ist soweit, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zum finalen Part von Ahead in Time. In der letzten Folge hatten wir natürlich die Krankheit besiegen können, und zwar in der alpinen Welt. Und jetzt geht es nun direkt ins große Finale, wo Mustache Girl auf uns wartet. Natürlich hat Mustache Girl die ganze Welt in Chaos versenkt und sie will natürlich die komplette Weltherrschaft. Das wollen wir jetzt nun verhindern. Es geht jetzt los zum großen Finale der Story von Ahead in Time. Das ist die fünfte und letzte Welt. Derzeit herrscht jetzt Mustache Girl in dieser Welt. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Und das erinnert mich genau an Bowsers Festung. Ähnlich. Was geht denn hier ab? Okay. Ah, wir wissen schon selbst, dass es natürlich das ist. Hauptkleine, ich verstehe, in der Schlange zu stehen. Mafia erinnert an das an Zeit, wo Insel voll mit Lava war, nur böser. Ah, du bist es, Mafia-Boss. Oh mein Gott, wer ist denn da? Da ist auch noch dieser Boss, den wir uns besiegt haben, der wie Undertale aussieht. Oh mein Gott. Also wir können skippen, die ganze Schlange, vordrängeln, weil wir haben keine Zeit zu warten. Wer ist hier jetzt der Boss in dieser Welt? Die Musik ist einfach episch. Mal sehen. Orgelmusik. Und ich glaube, jetzt kommen wir schon zum Boss, Leute. Das ist jetzt der Weg zum Boss. Zum Mustache Girl. Hallihallo. So. Niemand stellt mich in den Weg. Ich möchte zum Mustache Girl. Sie endlich zur Rede stellen. Boah, die Musik, Alter, im Hintergrund. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der Boss so episch sein wird. So. Da brauchen wir jetzt natürlich den Eis-Dingens hier. Mann, die Typen sind wohl eher an der Seite von Mustache Girl. Wow, mein Gott, das Level wird ziemlich heftig sein, glaube ich, habe ich das Gefühl. Ja, da brauche ich nur einen Token, aber wofür brauche ich den Token überhaupt? Das ist ja nicht nötig. So. Wir werden jetzt Mustache Girl endgültig in die Knie zwingen. Denn Weltherrschaft zählt nicht, sondern Freundschaft. Los geht's. Und anscheinend sind wir gleich am Thron. Aber es dauert noch eine weitere Zeit, bis wir ihn erreicht haben, sie erreicht haben. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass der Boss nicht so sehr einfach sein wird. Das wurde von vielen YouTubern auch gesagt worden. So, jetzt muss ich hier genau timen. Ja, so läuft das auch. Hier, so raffelt es im Karton. Hä? So. Mindestens das Level ist ein bisschen easy. Aber es wird dann bald zum finalen Boss jetzt nicht mehr so einfach sein. Ja, das hätte ich mir geahnt, dass er mich treffen würde. So, stirbt, ihr widerlichen Kreaturen.
der Welt. Oh Mann. Ich muss in die andere Richtung gehen, das war ja logisch. Im Weg zum Finale will ich jetzt bloß nicht sterben. So oft. Die Musik im Hintergrund ist einfach nur episch, das muss ich schon sagen. Erinnert mich an Bowsers Luftschloss, aber nur ein bisschen heftiger. Oh fuck! Ah, jetzt werde ich wahrscheinlich noch einmal sterben, ne? Ist es dann möglich, dass man nicht sterben mit nicht möglich ist, um zu sterben? Ja, ich muss jetzt wieder einmal sterben lassen, weil ich habe wieder mein ganzes Leben versaut. Fuck. Und jetzt das hier wieder von neu. Na super. Und anscheinend will sie das nicht einfach machen für uns. Der Part ist jetzt natürlich komplett durchgezogen. Sehr logisch, weil ich möchte das nicht im nächsten Part machen. Und einen unnötigen Cliffhanger reinpacken, wie ich das letzte Mal gemacht habe mit Arcanine. Ja, wie soll ich da ausweichen? Das ist doch echt nicht fair. So. Fast 999 von diesen Gems gesammelt. Das ist auch eine Menge. Oh mein Gott. Oh Mann. Ich darf jetzt bloß nicht sterben, Mann. Warte, 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 warte mal. Jetzt! Fuck, ganz knapp hätte ich es geschafft. Oh, das wäre die letzte Hürde gewesen. Verdammt. Ohne Scheiß. Verdammt. So. Ja, es war klar, dass sie mich treffen würde. Ich weiß, dass du mich verbrennen willst, Kollege, aber das wird dir nichts nützen. Ich muss jetzt richtig timen zu springen, ne? Oh, fuck, daneben. Ach, kacke, was? Was hat es jetzt gezählt, dass ich getroffen werde? Das kann doch nicht wahr sein. Boah, ja, noch einen Hechtsprung machen. Hast du noch gelitten, Spiel? Boah, ey, jetzt reg ich mich wieder auf, ne, im Finale. Das ist einfach nicht wahr. Wer programmiert seine Wichskülle, Mann? Das kann doch nicht wahr sein. Diesen Hechtsprung, da muss man echt entfernen hier, ne, im Spiel. Aber ist ja nötig, ne? Ich bin schon zweimal hier in diesem Level gestorben. Geil. Wenn ich jetzt so oft sterbe, dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Auf das Level. Das Problem ist, ich habe leider nicht so stark... Ich habe eine niedrige Verzögerung mit dem ganzen Scheiß. Jetzt habe ich mich weniger treffen lassen. Ja, komm. Ey, wie unfair.
Ja, sicher, ey. Jetzt muss ich wieder... Boah. Alter. Wenn ich jetzt noch einmal drauf gehe, dann lösche ich diese Aufnahme, ne? Hey. Komm zurück. Aua. Und es scheint wohl doch nicht das Ende zu sein. Verdammte Scheiße. So, damit ist der Weg frei. Boah, Mann! Ja, geht noch, ja! Stirb noch 10 Mal, oder was? Natürlich, natürlich! Ey! Boah! Stirb doch endlich, du Wichser! Boah, Mann! Reg mich das auf. Ich freue mich schon voll, dass ich dann endlich beim Finale bin, ey. Aber diese Stage ist doch echt asozial, ne? So kennen wir doch Mustache Girl. Voll asozial mit den Gegnern. Ja. Tschüss mit dir, Kollege. So, wo du hintrittst. Gut, dass du mich informierst, Kollege. Zack, zack. Und so wie es aussieht, komme ich schon etwas näher. Genau, einmal treffen noch. Ja, anscheinend sind wir schon jetzt da, Leute. Das müsste es sein jetzt. This is it, Leute. Tatsächlich. Da ist Mustache Girl, Leute. Boah. Puh, nervös bin ich jetzt. Ich bin nervös. Na gut. Tief durchatmen. Und los geht's. Da ist ein Mafia-Typ. Sie hat die ganzen Sanduhren geklaut. Oh wow, what a touching story. Just kidding. Bad guy, next! No! I said, next! Mustache Girl. Oh, it's you. You've been kinda a selfish little pest, but you haven't actually stood in my way. You get to go on, you're a good guy, I guess. Ich bin ein Egoist. Meinst du wirklich, dass Headkid wirklich ein egoistisches Viech ist? Vergiss es. Du bist das egoistische Viech. Go on. You get to live. Nein. Nein, wir gehen nicht wohin. Excuse me. Don't you dare get anywhere near me. I don't think you quite understand who's in charge, little missy. You know, I was willing to forgive you. I once thought we were gonna be best buds. But nope, you turned out to be rotten and selfish. Save the planet from bad guys? Psh, who needs that, am I right? Look,
at all I've done without you. I've restored justice. I am the justice. No more bad guys. Ever. Naja, du bist nicht die Gerechtigkeit, du klingst wie eine wahre Bösewichtin. I don't need you. This planet doesn't need you. Nobody will miss you and nobody will care. You are the bad guy and I'll show you how this justice system deals with bad guys. Jetzt geht's los mit dem großen Kampf, Leute. Das ist jetzt der Kampf gegen Mustache Girl. So. Nimm das. Muss einfach hier ausweichen, schnell. Mann, das wird jetzt nicht reichen. Ich glaube, jetzt werde ich das erste Mal sterben jetzt an dieser Stelle. Ja, das würde mich direkt treffen. Ich hab's gewusst. Mann, nochmal. Ja, ich weiß nicht, warum hat es das jetzt gezeigt? What the hell? Okay, da muss ich jetzt irgendwie dann diesen Hut nehmen. So, nochmal. Ja, wir haben schon den ganzen Text schon gesehen. So, schön mal ausweichen hier. So, zweiter Treffer. Ja, wie soll ich das schaffen? Ah, der Boss scheint wohl nicht so schwer zu sein. Aber ich bin mal gespannt, dass jetzt noch erst der Anfang. Ja. Der erste Phase haben wir es geschafft. She can get lost. Hm? Wer? Ich oder sie? Girl is not welcome here. Mafia say get lost. Also sie sind jetzt auf unserer Seite, oder wie? Der Schaffner. Get lost. No one wants you here. Isn't that right, big lad? Der Ziegenbrise. Santa. Santa heißt er natürlich, der Boss. Die Pinguine. Der Katzenkoch. Alle wollen Mustache Girl, dass sie verschwindet. Ja, das wird wohl eher nicht sein. Du bist die wahre Böse. Sie zählen auf uns, dass wir Mustache Girl endgültig den Hintern treten. Du siehst es ganz anders. Du bist ein Verbrecher und Gauner. This ends now. Okay, zweite Phase gegen Mustache Girl. Wir müssen aber richtig schön aufpassen. So, Treffer 1. Oh mein Gott. Boah, das rastet sie völlig aus. Nummer 2. Ich glaube, der Boss wird nicht so einfach schwer sein. Nummer 3.
Ach, verdammt, das war jetzt... Die zweite Phase ist echt verkackt. Muss ich jetzt neu anfangen? Ah, doch nicht. Gut. Dann ist doch das Spiel doch jetzt nicht so scheiße, wie ich das mir gerecht gedacht habe. So, Nummer 1. Gott sei Dank geht die zweite Phase dann unbehelligt weiter. Kannst du auch mit den erste Phase nicht mal durchziehen. Der Boss ist aber ziemlich geil, muss ich schon sagen. Mit der Musik auch noch als Finalboss, Mustache Girl. Oh mein Gott, dass es jetzt so weit kommen muss, dass wir jetzt im Finale sind, das ist doch echt unfassbar. Nicht einmal 20 Parts haben wir gebraucht, bis wir das Spiel zu Ende gemacht haben. Dann. Nummer 3. 4. Der Boss ist aber ziemlich easy. Man muss ihn nur Goomba stompen, wie Mario, ne? 4. Das war ziemlich dreckig. Das war ziemlich frech. 5. Oh mein Gott. Oh, hilft. Ja, hilft mir. Das Schaffner und die Typen werden uns jetzt helfen. Ja, super. Oh mein Gott. So. Oh mein Gott. Wir müssen sie einfach hier rüber locken. Und jetzt treffen wir sie noch einmal. So. Boah. Oh, ihr zwei helft jetzt uns. Und die machen einen Vertrag miteinander. Die tun jetzt miteinander helfen. Super. So, das wird jetzt wohl die letzte Phase sein. Hat nichts gebracht, verdammt. Ja, wie soll ich das schaffen, bitte? Komm schon. Ja, ich werde leider getroffen. Verdammte Scheiße. Ah ja, jetzt müssen wir nochmal neu machen, die ganze Phase. Ohne Scheiß. Na, aber doch nicht. Das ist ziemlich heftig, muss ich schon sagen.
So. Komm schon. Das müssen wir schaffen. So, die zweite Phase, erste Phase haben wir schon jetzt mal überlegt. Oh mein Gott. Das sieht völlig aus. Treffer Nummer 1. Muss jetzt der Strahl weg sein, bitte. Jetzt müssen wir ihn treffen. Komm her. Du blöde Bitch. Oh Mann. Das war echt unpassend, ne? Unpassender Treffer. So, jetzt kommen wir zur dritten Phase. So. Wir haben jetzt nur diese Kirschbomben, die müssen wir jetzt direkt treffen, glaube ich. So, eins. So, jetzt haben wir es gut getroffen. Mein Gott, das rastet sie völlig aus, ne? Auch die Dragon Balls jetzt ein bisschen. So, daneben. Jetzt haben wir das mal ohne Damage geschafft, what the hell? Auf einmal geht es jetzt ohne Damage. Oh, so, jetzt kommt die letzte Sache noch. Oh mein Gott. Die Mafia. When Mafia explode, Mafia drop bombs. This gives Mafia an idea. So, jetzt kommen wir zur letzten Phase. Oh. Little Hat Girl need help to turn back time. If Mafia explode, Little Hat Girl get useful pawns. What? Plan is crazy. Hello, Mafia. No worry. If little girl succeed, Mafia come back when time rewinds. Now, punch me with all your might, fellow Mafia. No red hooded girl. Get lost. Sie geben uns Herzpons. Here, take these. Vielen Dank. Those Mafia lads, so foolishly brave. But eh, what's the point of living if I ain't got me train anyway? All right, DJ Grooves. The two of us are gonna help this little hot lass. Get ready for a mean punch. And you aim for my face. That's my weak spot. This angry red lass needs to get lost! Und die haben sich selber geopfert. Oh Mann. Sie geben so viel Gesundheit wie möglich, damit wir stärker sind als alle anderen. Das erinnert mich voll an Undertale, ne? So, jetzt gehen wir zum letzten Phase, Leute. Ich bin unbesiegbar jetzt, so wie es aussieht. Das ist jetzt das Super daran. So, Nummer 2.
Und so wie es aussieht, können wir jetzt nicht sterben. Das ist das super daran. Nummer 3. 4. Komm, raste so viel aus, wie du willst, Kollege. 4, 5. 6. Sieben, das war's! Mit Mustache Girl. Das war's mit dem Finale. Was passiert jetzt mit uns? Tja, das war's jetzt mit Mustache Girls Kampf. Das war ziemlich heftig. Wir haben es ohne Damage jetzt diesmal geschafft, zum dritten Versuch. Geil. Na gut, damit haben wir jetzt alle Sanduhren gesammelt. Damit haben wir es endlich geschafft. Mal sehen, was das Ende jetzt damit bedingt. Tja, das war ein geiler Kampf. 26 haben wir jetzt. Aber mal sehen, was jetzt passiert am Ende des Spiels. Ja, die Zeit hat sich wieder zurückgedreht. Alles ist wieder normal. Ein Zeitstück fallen lassen, um den Mädchen mit roter Kapuze etwas Zeitstück Energie zu geben, damit sie die Mafia besiegen kann. Du wirst dann vielleicht nicht mehr nach Hause kommen. Ich weiß nicht. Soll ich das Mädchen mit der roten Kapuze freimachen? Ich habe 26 Dinge noch. Nee. Sie hat es verdient, weil sie war so frech und gemein. Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen unsere eigene Energie. Mustache Girl braucht ja nichts mehr. Die Mafia war sehr nett. So, Abflug. Verschwinden wir von hier. Dann fliegen wir ab. Was passiert jetzt? Was ist jetzt los? Ach, ihr! Tja, tut mir leid, aber sie muss nach Hause. So herzlos einfach seine Freunde dazulassen. Oh Mann. Naja. Das ist jetzt nur das Ende, Leute. Aber sie wird sicherlich alles vermissen, den sie kennengelernt hat. All die Freunde. Aber jetzt sind wir jetzt nun am Ende des Spiels angekommen. Tja, jetzt kommen auch wahrscheinlich jetzt die Credits, glaube ich, oder? Ja, die kommen jetzt die Credits. Ja, also, was soll ich jetzt sagen in dem Fazit über das Let's Play? Also, es war ziemlich frustrierend, aber ziemlich ein gutes LP. Das sehr viel gelohnt hat für mich zu zocken. Und ja,
Die Story von Head Kid war ziemlich super. Das Abenteuer gegen die Mafia zu kämpfen. Mustache Girl haben wir kennengelernt, die jetzt natürlich unsere Antagonistin war. Sie war nicht einmal ein Stückchen schwer. Aber ein paar Leveln waren ziemlich frustrierend. Ich weiß, ich habe noch nicht alle Sanduhren erledigt, aber das werde ich jetzt lieber nicht mehr weiterhin machen. Aber zum Fazit hier ist das Spiel ziemlich gut. Es ist schon sehr, sehr beliebt. Es hat auch eine große Community. Und es gab auch jetzt dann später Mods raus, dass man auch selber modden kann, natürlich Head in Time, die Leveln. Man kann auch selber eigene Leveln jetzt auch schon erstellen auf Steam. Und wenn ihr es unbedingt spielen wollt, ich kann es euch empfehlen, das zu Let's Playen. Also der Link zum Steam-Account, zum Steam-Version ist in der Beschreibung gepackt. Und ja, wenn ihr das gerne spielen wollt, nur zu. Ich kann es euch jedem empfehlen. Also, es war ein gutes Let's Play. John Jafari, also John Tron war auch dabei, arbeiten an diesem Spiel. Na gut, also, was kann ich jetzt noch sagen, was kommt als nächstes Let's Play? Nun, als nächstes hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, wahrscheinlich mache ich dann DuckTales Remastered als nächstes Let's Play, wer weiß. Ich lasse es euch überraschen. Aber vorerst mache ich jetzt mal Pause mit einem neuen Projekt. Grant Kirkhope, ja, der von Rare hat auch ein bisschen mitgearbeitet dann zum Spiel. Interessant. Na gut, im Großen und Ganzen bedanke ich mich euch fürs Zuschauen, für eure Unterstützung in diesem Let's Play-Projekt und ich hoffe, wir sehen uns dann im neuen Projekt wieder, wenn es wieder weitergehen wird. Aber vorerst geht es jetzt dann los mit Pokémon Schild sehr bald, oder es ist schon jetzt gerade gestartet, wer weiß, wann dieser Part kommen wird. Also, was als nächstes kommen wird, wie gesagt, vielleicht kommt DuckTales Remastered, ansonsten halt irgendwann mal später ein neues Projekt, wer weiß. Also, ich bedanke euch mich fürs Zuschauen und ich verabschiede mich jetzt auf ein neues Projekt. Mal wieder sehen wir uns dann. Also, das war's auch jetzt schon mit der Head in Time für vorerst und zwar endgültig. Und gebt einen Daumen hoch, falls euch der Part gefallen hat, das große Finale. Und natürlich, wie gesagt, immer abonnieren. Schadet doch nie. Also Support ist kein Mord. Also abonnieren und die Glocke aktivieren nicht zu vergessen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. In einem neuen Projekt mal wieder. Also, das war's jetzt auch schon von mir. Haut rein. Habt auch einen schönen Tag noch. Und bis dahin laufe ich euch die Credits weiter ab. Euer Red Pocketendo. Ciao!